Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist Sonntag und wir sind schon voll dabei. Ich habe das Sofa schon mal abgesaugt. Wir waren auf der Hundewiese. Große Hunderunde. Brötchenteig ist schon aufgesetzt. Wir machen gleich Brötchen mit Mohn und Sesam. Bernd räumt gerade die Küche auf. Und wir haben den Wintergarten in Brand gesetzt. Mit dem Ascheeimer. Da war noch Glut drin. Aber alles ist gut gegangen. Haben wir jetzt rausgestellt. Es stinkt jetzt halt ein bisschen. Und der Smurfy hat immer Angst vor Qualm. Deswegen hat er sofort angefangen zu zittern. Und so. Qualm mag er nicht. Ist nicht seins. So, eben hier die Wäsche wegpacken. Ab in den Wäschekorb. Ja, und die Maus spielt gerade hier. Hallo, meine Maus. Hi. Wollen wir schon auf der Hundewiese spazieren? Ja? Super. Was machen wir immer? Ja, stimmt. Herr Bernd hatte sie in der Trage und sie hat die ganze Zeit geschlafen. Ne? Das war schön. Ja, fein. Und Smurfy? Fein bist du, ne? Ja. Genau, wir machen heute einen ganz chilligen Sonntag. Wir haben nicht viel vor, außer uns hinlegen und vielleicht einen Film zu gucken und essen. Essen ist ganz wichtig, ne? Ja, mach mal Brötchen essen. Ja, ich mache jetzt Brötchen. Da ist der Teig und ich mache mir jetzt zwei Schüsselchen. Eins mit Mohn und eins mit Sesam. Ne, drei mache ich mir. Und eins mit Wasser. Genau. Und dann rolle ich die alle, die Brötchen. Ich wiege die ab, dass die alle den gleichen Status haben für die Backzeit. Und dann zeige ich euch das gleich, wie es aussieht. Ich gehe mal hier, weil da bin ich jetzt zur Mittagspause. Okay. Und gucken, wie die sind. Da können wir die vielleicht von oben auf. Ja, Bernd bestellt gerade Glühbirnen mit Bewegungsmelder. Weil wir haben im Gäste-WC einen Spiegel, wo Glühbirnen dran sind. Ne? Dann würde ich auch die Lichtschalter abmachen und überstreichen. Würde ich Tapete drüber machen. Aber da kommt ja trotzdem das Pömpelding raus. Von der Lichtschalter. Das würde ich ja alles abbauen. Ich würde die Stecker halt so schalten, dass sie halt... Ja, kann man einfach so lassen. So, ich wollte euch zeigen unser Brötchen. Leider habe ich kein scharfes Messer. Deswegen sind die an einer Seite immer so eingedötscht vom Einschneiden. Da habe ich schon zum Bernd gesagt, da müssten wir mal ein Skalpell holen, weil damit soll das noch besser gehen. Genau, der Backofen heizt noch vor gerade. 220 Grad. Und Bernd hat uns schon mal freundlicherweise einen Frühstücksshake gemacht, weil der Hunger ist jetzt schon echt enorm. Hier ist übrigens das Rezept von Chefkoch. Ich werde es euch unten nochmal verlinken für alle, die unsere Sonntagsbrötchen nachbacken möchten. Cabino Mohn oder Sesam? Ach, du isst Pizza, ne? Ja, ist den richtig. Gut, das sehen zwar nicht aus wie die vom Bäcker, aber lecker. Tutsu, ja. Wir sind nach oben. Herr Smurfy, komm du auch. Achtung, Smurfy kommt. Die Männer sind nach oben gegangen. Bei uns gibt es ein verfrühtes Ostergeschenk. Lass ruhig, lass ihn ruhig, der wird da nicht rangehen. Ich mach mal deine Tür zu hier. Ne? Der schnüffelt. Ja, Smurfy, ja, lass ihn schnüffeln ruhig. Er kaut das immer. Wir haben, das ist ein Kicker, Billardtisch und keine Ahnung, was das noch ist. Dieses Spiel kenne ich nicht. Smurfy aus. Smurfy aus. Das ist kein Stöckchen für ja, dich. Ja, ich komme. Und pass auf, dass er das... Ja, ich pass auf. Wir haben gedacht, da ja jetzt wieder der neue harte Lockdown kommen soll und es immer schlimmer wird, dass wir das jetzt schon im Calvino schenken. Ne? Wegen dem ganzen Lockdown, man kann gar nichts machen, gibt es jetzt schon Geschenke. Das war echt billig. Ja. Das haben wir nämlich umsonst gekriegt. Hat Nico ihm geschenkt. Ja, danke schön. Danke, Nico. Danke, Nico. Nico schaut auch die Videos. Smurfy, hör auf. Ja, und das wird jetzt mal aufgebaut hier und bestimmt auch mal eingespielt. Das sind ja Weihnachtssachen und so, das müssten wir mal alles auf den Dachboden bringen. Und dann, ach guck, hier sind die Billardkugeln und alles, was man braucht. Tischtennis ist das sogar auch. Cool. Ja, Bernd hat auch gesagt Basketball. Cool. Da freue ich mich am meisten drauf. Aber wie geht denn hier Basketball? Das war die Frage. Das war die Frage. Ja. Auf dem Wintergarten, auf dem
Tisch, der... Komm raus, Murphy. Der alte Hund, Murphy. Ja. Komm. Da liegt oben drauf ein Kreis und eine Kreide. Ach, du liebe Zeit, was sind das alles für viele? Ja, da sind verschiedene Aufsätze. Und wo? Nein, wo kannst du jetzt hier Basketball spielen? Muss ich aufbauen. Aber Basketball kann man damit auch spielen. Ja. Er läuft rückwärts, um da rauszukommen. Smurfy, komm raus. Wir müssten hier mal halt alles... Ja, mach ich jetzt. Wegpacken. Nächste Woche. Ich gehe erstmal in den Wintergarten. Ja. Hier sind unsere Wochenpläne, die ihr immer seht in den Videos. Ich hole euch einen raus. Kannst du Tischtennis spielen? Ja, genau. Das sind die Wochenpläne. Prost, Morla, Prost. Die Morla ist müde. Soll ich dir schon aufbauen oder erst an Ostern? Erst an Ostern. Echt jetzt? Ich wollte jetzt vor mir einfällt. Achso, ich musste euch die Haare schneiden auch. Na, sobald die Morla eingeschlafen ist, kriegt einer von euch die Haare geschnitten und danach der andere. Die Reihenfolge könnt ihr euch aussuchen. Kommst du auch? Jetzt? Wenn du willst. Hier. Okay. Ja, komm, Etty. Komm zu Calvino ins Zimmer. Das? Swerfy. Genau. Dann fahr mal Formel 1. Zeig mir mal was. Voll der Sitz so. Voll cool. Mit dem Stuhl ist das bestimmt richtig bequem, oder? Das ist bequem, ja. Ja, vor allem der kann ja auch nicht wegrollen, weil das Sofa dahinter ist. Ja, das habe ich ja extra so gemacht. Ja. Und wer ist das Mädchen links neben dem Fernseher? Das bist du. Ja. Das bin ich als Kind. Da war ich ein bisschen jünger als du jetzt. Mhm. Vielleicht sollten wir uns doch mal ein neues Ding gönnen. Und was? Hier so ein Rasierer, weil der rasiert echt nicht mehr so toll. Ich kann Ohr mit rasieren. Warum? Brauchst du es nicht? Morla ist nicht eingeschlafen, also muss sie wach mitschneiden. Okay. Wir wollten ein bisschen den Wintergarten aufräumen, beziehungsweise Bernd hat schon angefangen. Und, was wollt jetzt die Stühle? Was heißt damit, behalten wir die? Ich weiß nicht, was sagst du? Ich würde sie ungern wegschmeißen, ja, wenn Besuch mal kommen sollte. Dann bringe ich die mit zum Laden. Ja, die können Sperrmüll, oder? Bitte? Wir haben noch am Laden die schönen Stühle. Ja, 4 Stück. Mir ist egal. Das ist halt schade, da ist ja nichts dran. Ja, dann nimm sie mit zum Laden, wenn du da Platz hast. Ja, Platz ist klar. Und da sind auch noch 2 Stühle. Ja, die können wir ins Laden machen. Oder wolltest du die nochmal fertig machen, die du angemalt hast? Ja, der eine ist ja fertig gemacht, da habe ich neuen Stoff drauf gemacht. Nur hier auf dem oberen müsste noch neuen Stoff wieder drauf. Also wolltest du die auch fertig machen? Ja, können wir nach oben alle stellen. Ja. Da räumen wir das Büro auf nach und nach. Was ist jetzt mit dem Spiegel? Ich will den nicht haben. Den Eucharistiker. Ich wüsste gar nicht, wo wir den hinhängen sollen. Erstens und zweitens ist er hässlich. Du bist wunderschön. Ja. So, wir präsentieren euch ein Foto des Jahres, des Jahrtausends. Ein was? Das verschwunden geglaubte Gemälde. Der Annemarie. Von Schütte. Bernd hat das jetzt hier, also es ist halt, das war so ein goldener Rahmen, war da drum. War das von hier oder war das? Nein, das war von uns. Oh, das habe ich mal. Urahne von irgendjemandem gemalt. Das habe ich mal irgendwann irgendwo mit dem goldenen Bilderrahmen, worum es mir eigentlich ging, gekauft. Wunderschön. Muss einen Rahmen für 1 Million meldet sich bitte. Ja, und wir präsentieren den aufgeräumten Wintergarten. Tada, das ist noch Müll, der da drin ist, der kommt weg. Ja. Unser Tannenbaumrest ist hier noch drin, den haben wir schon gut verfeuert. Da ist der Stieltannenbaum. Da sind noch Kohlebriketts drin. Tada, das ist, die kommen auf den Sperrmüll. Ja, Wasser kann man immer gebrauchen. Alles voll? Die Wanne. Ach so, ja, weil die Eiswürfel runtergefallen sind und da drauf geschmolzen sind. Ja. Unser Kühlschrank macht doch so Eiswürfel. Bitte? Ja. Und, das war irgendwie verstopft und jetzt sind die Eiswürfel da rausgefallen. Immer so alle 10 Minuten ein Eiswürfel und geschmolzen und ja, Bernd macht das gerade fertig. Ich habe hier die Wäsche gefalten, die Stoffwindeln, das muss ich auffüllen, weil die wir im Laufstall.
Wir waren eine große Runde spazieren und es ist schon wieder nach 19 Uhr. Und ja, irgendwie habe ich gar nicht viel gevloggt heute. Meine ich zumindest. Ich sehe das ja, wenn ich das Video schneide, wie viel, aber ich glaube, das ist ein kurzer Vlog heute. Nee. Ja, tja, was haben wir? War eine Hundewiese, dann haben wir gefrühstückt. Das haben wir geschafft, schön zusammen zu frühstücken. Anderthalb Mal. Ja, anderthalb Mal, genau. Dann haben wir, Bernd hat dann, ist er weggefahren, hat diesen Tisch da abgeholt für Calvino zu Ostern, den wir vom Nico geschenkt bekommen haben. Danke nochmal. Dann, ja, hast du aufgeräumt im Wintergarten, ne? Ganz Tag gerödelt. Und ich habe mich um die Maus gekümmert hauptsächlich. Ja. Ja, die hatte eine lange Wachphase jetzt gerade und dann waren wir jetzt spazieren und dann ist sie auch sofort im Tragetuch eingeschlafen. Ja, und jetzt, ja guck mal, hier steht immer noch das Frühstück teilweise. Da haben wir auch schon dreimal von gegessen. Genau, wir haben halt hauptsächlich Reste heute gegessen. Pizza noch, hat Calvino gegessen von gestern. Ja, und sonst nicht viel gelaufen, nicht viel, ja doch, es ist nicht viel gelaufen heute, so. Wir sind nicht viel gelaufen, aber es ist nicht viel gelaufen. Genau. So, welchen Tag, Schaschlik? Ich hätte jetzt Sonntag vorgeschlagen. Oder Freitag geht auch. Jetzt habe ich Sonntag stehen. Schaschlik. Was ist denn Donnerstag drin? Donnerstag Burger. Echt jetzt? Ja. Warum? Warum? Nee. Weil lecker. Ihr dürft dabei sein. Einfach ein bisschen Paprika bei euch. Paprika? Wie viele? 6 Stück brauche ich. Also 10. Salat. Zack, hier ist unsere Liste. Salat und? Reste? Ja. Das habe ich auf die To-Do-Liste geschrieben, Elterngeld, weil da muss ich anrufen unbedingt. Das ist nämlich immer noch nicht geregelt, damit ich das nicht vergesse. Dienstag gibt es dann ja? Ein Kreuzloch mit Wurst. Mit Wurst? Ach so, mit Bratwurst. Ja, Bratwurst. Wie wird denn das geschrieben? Beyond Meat. Kohle. Also C-O-L-E. Echt? S-L-A-W. Ja. Das ist so ein Salat. Kosloff, diesen KFC, Kosloff-Salat. Ja, das ist ja nicht nur KFC, das ist halt Weißkohlen, ja, aber wir kennen die meisten den. Und Mayo. Und dann machen wir dazu Bratwurst. Und? Unsere Bratwurst. Püree, aber frischen. Nicht Stampfis. Ja, aber frisch, nicht diesen Tüten. Nein, ist ja der Mist. Ist ja Püree, das ist ja früh. Ja, okay. Wir machen Stampfis. Bitte? Sparsam. Ja, der Essensplan hat so lange gedauert, dass ich mir sogar einen halben Apfel geschält habe, also nicht geschält, geschnitten habe. Nächste Woche gibt es bei uns Kartoffelsalat, diesen Coleslaw-Bratwurst mit Püree. Da machen wir bestimmt so eine braune Soße aus dem Glas von dir, ne Bernd, so eine eingekochte. Ja. Mittwoch Bolognese-Soße, die Bernd selber eingekocht hat. Donnerstag Burger. Freitag gibt es Kürbissuppe, nein, die eingefroren ist. Und Reissalat, da mache ich einfach immer Basmati-Reis. Tomate und Gurke schnibbeln, ganz kleine Stückchen und salzen und dann halt über den warmen Reis mit Butter oder Margarine. Samstag werden wir uns wahrscheinlich irgendwo was zu essen holen oder liefern lassen. Und Sonntag macht der Bernd Schaschlik, in Anführungsstrichen, mit, wie machst du die? Paprika, Zwiebeln, Räuchertofu. Zucchini, vielleicht Pilze. Wissen wir noch nicht. So Gemüseschaschlik ja, irgendwie. Hummerschwänzen hätte das Murphy gerne vom Real, haben sie im Angebot. Für 70 Euro das Kilo. Ja, der will hier meinen Apfel. Ihm wird ein Kilo reichen. Gerade probiert. Erst wollte er nicht, dann wollte er doch. Er sagt, in der Not frisst der Biegel auf Äpfel. Das ist einer. So, ihr Lieben. Wir machen jetzt noch einen Film an, oder? Hm. Nein? Ja. Ja. Ich bin sowas von müde. Sonne heute Nacht wieder. Genau, die Kleine ist ja gestern, ich weiß nicht, um 18 Uhr oder so, ist sie in Tiefschlaf verfallen für die Nacht. Und dann war die um 12:30 wach und heute Nacht hat die echt unruhig geschlafen. Ich konnte dann gar nicht mehr schlafen bis um 16:30.
Und dann war ja die Umstellung auch noch in der Nacht. Oh je, keine Ahnung, total wirr halt. Und ja, ich bin dementsprechend sehr müde. Kaffee hat mich auch nicht wach gehalten heute. Machen uns jetzt noch einen Film an. Und dann gehen wir schlafen. Danke fürs Zuschauen. Bis morgen.